Naja, die Digitalität ist ja schon längst angekommen bei allen Menschen, nicht nur bei den Jugendlichen. Also ich finde es immer sehr lustig, auch bei Erwachsenen, wenn die dann Leute sagen, naja, E-Mail ist ja nicht so richtig digital und eigentlich sind wir mit allen Dingen, die wir tun, schon voll in der Digitalität drin. Und wenn ich dann gucke, was Jugendliche machen, was deren Lebenswelt ist, ist natürlich viel noch viel digitaler. Das heißt, die haben natürlich ihr Smartphone, auf dem sie schreiben sich Sachen per Messenger. Sie sind aber oft auch in Games, in Sprachchats oder auch in Discord, in anderen Kanälen. Und das ist der Ort, wo sie sich eigentlich austauschen. Das ist eigentlich ihr Raum. Es ist ein weiterer Raum, den wir ernst nehmen müssen für Jugendarbeit. Und den müssen wir in der Jugendarbeit auch irgendwie bespielen. Wir können nicht so tun, als gäbe es diesen Raum nicht. Das ist zum einen wichtig, weil in diesen Räumen ja Kommunikation passiert und wir brauchen da auch ein Digital Streetwork in diesen Räumen. Wir können auch Bildungsprozesse dort organisieren und das ist aber auch wichtig, weil wir ja natürlich über diese Räume reflektieren können müssen und dazu müssen wir sie auch können und dazu müssen Jugendliche uns da auch als Partner ernst nehmen.